Über Russen wird oft gesagt, dass sie selten lächeln. Dem russischen Lächeln fehlt die Funktion, Höflichkeit zu demonstrieren. Wer schreibt denn so ein Zeug? Oh, Russland News? Das sind ja wir. Ja, dann stimmt das natürlich. Hallo zu Russisch Live. Was ihr denkt, das ist doch so eine inzwischen eingestellte Russischreihe mit mir. Na, da täuscht ihr euch aber. Denn Russland Live geht nach einer kreativen Pause ab heute weiter. Nur am Freitag alle zwei Wochen. Und das neue Thema ist nicht hauptsächlich Russisch zu lernen. Das könnt ihr ja schon vom alten Russisch Live von früher. Sondern euch was über russische Sitten und Unterschiede zu Mitteleuropa beizubringen. Ach, ihr mögt es lieber, wenn man sich etwas gebildet ausdrückt. Na, dann herzlich willkommen zu meinem Grundkurs über die interkulturelle Kommunikation mit der russischen Bevölkerung. War das jetzt anspruchsvoll genug? Also, wenn es euch als Tourist oder Geschäftsreisender wirklich so vorkommt, als ob Russen nie lächeln, dann könnt ihr euch bei einer Sache sicher sein. Ihr habt offenbar noch keinen Russen dort privat kennengelernt. Denn privat lachen Russen sehr viel. Nur dieses höfliche, manchmal künstliche Lächeln, das man im Westen häufiger im geschäftlichen Bereich findet, das gibt es nicht so. Ein bekannter Sprachprofessor aus Woronisch nennt es sogar unhöflich, geschäftlich zu lächeln. Eine russische Journalistin behauptet sogar, man kann für geistig behindert gehalten werden, wenn man zu viel lächelt. Aber da denke ich doch, es kommt darauf an, wie euer Lächeln so wirkt. Behindert oder einfach nett. In einer deutschsprachigen Zeitschrift namens Russia Beyond the Headlines erklärt er, wie richtiges russisches Lächeln aus Expertensicht geht. Man darf die Zähne nicht sehen und am allerwenigsten die untere Zahnreihe. Sonst ist man gleich untern durch. So genau hatte ich mir das nie angeschaut. Hoffentlich mache ich das richtig. Er behauptet übrigens, dass die Russen deswegen so selten lächeln, weil ihr Alltag in früheren Zeit so hart war. Deswegen hätte sich ein sorgenvolles Gesicht als Normalzustand eingebürgert. Diese Theorie klingt auf jeden Fall interessant. Und so ein Professor muss ja eigentlich immer recht haben. Auf keinen Fall darf er berufliche Witze machen, das wäre ja gegen sein eigenes Prinzip. Die Journalistin meint dazu, die Russen haben heute noch so einen schweren Alltag. Deswegen hält sich der Brauch mit dem missmutigen Gesicht. So ist also eine Verkäuferin, die euch erst ein bisschen missmutig angeschaut, ist vielleicht echt richtig nett. Es kann sein, dass sie euch super weiterhilft. Sogar wenn ihr im ersten Moment denkt, die hat gar keinen Bock auf euch. Ein russisches Lächeln ist nicht höflich, sondern aufrichtig, sagen solche interkulturellen Trainer wie die aus Russland News. So könnt ihr sicher sein, wenn ein Russe lächelt, dann ist das also ehrlich. Und das ist doch auch was Schönes. Wenn die Verkäuferin von vorhin den Kunden nach euch anlächelt und dann noch ewig mit dem locker spricht, kommt das übrigens aber nicht daher, dass sie den lieber mag als euch, sondern dass sie den wohl privat kennt. Denn wenn man geschäftlich private Bekannte trifft, schalten auch Russen oft in den freundlicheren Privatmodus. Also lernt Russen kennen, dann wird eure Zeit dort schöner. Solche Unterschiede kennenzulernen, kommt manchen von euch vielleicht wie eine Kleinigkeit vor. Doch genau das beugt Missverständnisse vor und hilft euch, Sachen besser zu verstehen. Übrigens kann es in richtig hippen Großstadtgeschäften westlicher Marken vorkommen, dass euch doch ein höfliches westliches Standardlächeln begegnet. Dort wird das inzwischen trainiert und schaut deswegen dann manchmal besonders künstlich aus. Wenn ihr nach einem Besuch in so einem westlichen Shop sehnsucht nach einem missmutigen russischen
Geschäftsgesicht bekommt, die besten Exemplare davon bekommt ihr in russischen Behörden. Ach, in euren Behörden in Deutschland und Österreich gucken die auch immer so. Na, dann verstehen wir uns ja hier prächtig und automatisch. Apropos verstehen, kennt ihr eigentlich meine Russischlernreihe, die ich von Ende 2015 bis Mitte 2018 hier gemacht habe und die ebenfalls Russisch Live heißt? Ihr findet sie unter dem jetzt eingeblendeten Link. Mit den Videos wie heute geht es weiter in 2 Wochen, wieder am Freitag. Bis dann! Lächeln eigentlich russische YouTuber? Ich glaube schon, oder?